Jaja, willkommen zurück bei The Witcher. Wir gehen ins Dorfchen. Ach, das ist eine tolle Musik. Hey! Ach, schade. So. Mach's Loch auf. Oh, haben die das alles toll für die Hochzeit vorbereitet. Ist es nicht schön? Da bin ich bestimmt auch eingeladen. Aber ich traue dem Arsch trotzdem nicht. Nicht auch richtig. Ja. Ich denke schon. Jo. Richtig. Kann ich das Ding irgendwie anbeten? Ne. Alina! Dir wollte ich reden. Komm mal her. Warum sucht ihr mich? Ha! Ich habe Julian und... Ja, genau. Ich habe Julian und Selina zusammen gesehen. Aber grämt euch nicht. Selina verzehrte sich nach Aufmerksamkeit. Julian schien jedoch wenig Interesse zu haben. Selina kann unerträglich sein, aber sie ändert sich gewiss, wenn sie heiratet. Und Julian liebt mich. Daran kann nichts etwas ändern. Ich wollte nur wissen, ob Julian wohl auf ist. Aber er soll nicht denken, ich würde mir Sorgen machen. Hab Dank, Hexer. Pah. Frauen. Ha! Halt! Warum sucht ihr mich? Ich suche nach Alwin. Ich suche nach Alwin. Wenn er nicht im Dorf ist, seht in den nahegelegenen romantischen Ruinen nach. Danke. Prima. Halt. Warum sucht ihr mich? Hat sich Alwin seltsam... Hat sich Alwin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so... Romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Ach, lebt wohl. Lebt wohl, ja. Alwin ist bei den Ruinen. Also. Also Alwin, das macht man doch nicht. Sich in irgendwelchen Ruinen rumtreiben, wo böse Monster sein könnten und ich muss dich wieder aus der Scheiße rausziehen, oder was? Der will bestimmt wieder Monstertöter spielen oder irgendwas anderes Brutales. Dann sind wieder die Computerspiele schuld an irgendwelchen Amokläufen. Wie immer. Das muss ja einen Sündenbock geben, ne? Da vorne läuft das. Ein Maurer. Aha. Pat. Und ein Maurer. Macht ihr die Brücke wieder ganz? Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Es sieht man doch, dass ich Hexer bin. Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Echt jetzt? Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut.
Ja, um das kann ich mir ja später noch kümmern. Halt, Moment. Herr. Wieso läuft der eigentlich immer alle weg? Wie lange werden die Arbeiten dauern? Etwa einen Monat, wenn uns die Griggs nicht stören. Einen Monat? Wegen ein paar kleiner Risse? Ich repariere die Brücke nicht nur, ich mache sie auch breiter. Die Flussgespenster bekommen die schönste Brücke von ganz Temerien. Ja, prima. Wo kann ich diese Hexe finden? In einer kleinen Hütte bei der Taverne. Sie verrät euch, wie man Griggs verjagt. Ich würde ja selbst gehen, aber sie hat den bösen Blick. Warum denkt ihr, dass die Griggs eure Störenfriede sind? Ich habe beobachtet, wie Griggs um die Götterstatue bei der Brücke herumscharwenzelten. Sie betrachten die Brücke als ihr Revier. Wie wäre es, wenn ihr mit ihnen redet? Selbst wenn ich der Nachtdämonen Herr würde, wäre das zwecklos. Griggs reden nicht mit Menschen. Ha, das haben wir schon gedacht. Jetzt brauchen wir auf, was hat er zu sagen? Seid gegrüßt, Herr. Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut könnt ihr mit dem Bogen umgehen? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vizima teil. Viel Glück. Ja? Ja, schön. Lebt wohl. Wie komme ich jetzt da hier? Was? Hey. Ja, aber muss man doch irgendwie... Wie komme ich jetzt da nicht drüber, oder was? Alter Himmel und Jesus. Wie komme ich jetzt zu Alvin? Shit. Ich kann sie nicht mal beklauen, ey. Da liegt wieder ein Toter rum. Ey, räumt den mal weg hier. Das ist ja nicht gerade schön, dass hier Tote rumliegen müssen. Was haben wir denn? Kunststoff für Bomben? Gut. Alkohol für Tränke und Waffenausbau. Sehr schön. Ja, ab und zu haben sie auch nützliche Sachen dabei, die ganzen Toten. Reste von Ruinen. Achten sich sowieso darüber, oder wie? Ja, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Jetzt, Moment. Brücke, nee, halt. Ich wollte doch, hier, Alvin. Genau. Muss ich jetzt... Was zum... Verpiss dich, ey. Ah, da ist der Alvin. Hallo. Verdammt, da ist ein Korb. Geralt von Riva persönlich. Ihr seid berühmt in der Gespensterwelt. Alvin, geh da weg. Herbeigerufene Gespenster können sehr gefährlich sein. Ich wollte nur die Macht anwenden, wie Triss. Normalerweise bin ich freundlich, aber in letzter Zeit etwas einsam. Ich möchte, dass Alvin mir beim Würfeln Gesellschaft leistet. Er ist ein kluger Junge. Lasst ihn in Ruhe. Also eine klassische Lösung. Wir spielen um ihn. Der Verlierer überlässt dem anderen den Jungen. Ich bin nicht interessiert. Verschwindet. Ich bin nicht interessiert. Verschwindet. Das war ein Fehler. Alter, du kannst nicht einfach auf den kleinen Jungen und vor allem nicht auf mich losgehen. Ich brauche mein Silberschwert und schneller Kampf oder starker. Das sehen wir gleich. Okay, schneller. Ja, jetzt komm her. Das ist doch ein... Alter, Scheiße. Wie geht der ab? Ah! Trink. Ich kann mich doch irgendwie so mit dem Schild. Ja. Ich muss mich erstmal schützen, dass der mir nicht mehr hier. Oh, Junge, Junge. Erstmal heilen. Das kann man. Der Sackler ist eigentlich ein guter.
Jetzt reicht's mir aber. Was haben wir denn alles noch? Wenn Schaden verursacht, sie lähmt und schwächt. Flammattacke. Gedankenkontrolle. Nee. Flamme. Oh, ja. Ich glaube, der tötet mich. Wieso weicht der aus? Ich treffe den nicht. Kleinen Pisser auch noch von dem Geist hier erlösen. Junge, Junge. Ihr habt mich gerettet. Ich hatte solche Angst. Alles wird gut. Ich weiß. Was hat dich zu diesen Ruinen gelockt? Der Einsiedler hat was von Magie gesagt. Triss hat gesagt, eines Tages lerne ich, wie man Zauber wirkt. Ich mag Magie. Glück ist nie von Dauer. Ich hatte kein Recht, Alvin so in Gefahr zu bringen. Wieso ich? Ich bin doch gar nicht schuld dran. Der Pisser. Die Salamandra wissen nicht, was Gnade ist. Sie machen vor nichts Halt. Ich bin nicht zum Vater geschaffen. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Ich vermisse sie. Ach, papalapap. Kein Problem. Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt... Ich soll dir suchen helfen, aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Dolne, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören, ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Geralt, öffnet euren Geist! Alter, der Pisser macht mir richtig Angst. Alter. Boah, der hat aber richtig was dabei hier. 200 Orens. Perfekt. Hey, du Stinker, wenn du noch einmal so mit mir redest. Ja? Du sollst aufhören, Töte den Elf zu spielen. Alvin, du solltest aufhören, Töte den Elf zu spielen. Ich mag dieses Spiel wirklich und ich gewinne immer. Naja, fast immer. Alvin. Gut, ich höre auf damit. Ja, das ging aber schnell. Ja? Ich bin halt ein überzeugungsfähiger Mensch. Ach, Trübwasser gekommen. Wie bist du nach Trübwasser gekommen? Ich habe zusammen mit Triss die alte Rede gelernt. Ein schrecklicher Sturm zog auf. Dann hat Triss mir gesagt, ich soll mich unter dem Bett verstecken. Nur weiter. Dann waren stapfende Schritte auf der Treppe. Und dann wurde Triss wütend auf die Männer. Wütender als damals, als ich ihr Kleid mit Zauberfarbe angemalt habe, die man nur im Dunkeln sehen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Schreie gehört. Leute sind die Treppe runtergefallen. Es roch nach verbranntem Fleisch. Dann kamen noch mehr Männer an Seilen durch die Fenster. Die haben Triss geschlagen, glaube ich. Und ein Mann mit Brille hat sie gefragt, wo ich bin. Sie sagte, sie hätte mich zu einem Freund in Kovir teleportiert, wo die Luft rein ist und man viel machen kann. Was ist dann passiert? Der mit der Brille sagte, er würde mit dir spielen. Und Triss hat gesagt, ihr würdet ihn finden und töten. Dann hat sie ihm zwischen die Beine getreten. Er fing an zu weinen und die anderen haben sich nicht in ihre Nähe getraut, weil sie gezaubert hat. Ja, Triss kann gut auf sich aufpassen.
Mach dir um sie keine Sorgen. Dann hat jemand befohlen, das Zimmer zu durchsuchen. Und sie haben mich gefunden. Ich bin weggelaufen und sie sind mir nach. Ich war echt schnell. Aber dann bin ich gestolpert und sie haben mich erwischt. Die haben mir einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Ich hatte da mehr Angst als im Umland. Da habe ich die Augen zugemacht und mir vorgestellt, ich wäre weit weg von diesen Leuten. An einem schönen Ort, wo die Sonne scheint. Und dann hat Alina mich gefunden. Ich lüge nicht. Ich glaube dir. Ich gehe da nicht mehr hin. Die tun mir weh. Triss sollte hierher kommen. Schon gut. Mal sehen. Ich bin auch bestimmt artig. Ich verspreche es. Ja, du kleiner Scheißer. Sei brav. Wir sehen uns später. Naja, prima. Ich wäre fast wegen dir gerade krepiert, du Arsch. Interessant. Dieser Leichnam ist schon lange hier, aber etwas hindert die Knochen am Verwesen. Riesentausendfüßler, den müssen wir jetzt mal noch anschauen. Wo ist er? Ah, das sind die! Hilfe! Verdammt, ich muss weg. Geh weg! Bleib weg! Alter! Oh Mann! So, also Alvin wäre gerettet. Würde ich mal behaupten. Aber irgendwie macht mir kleine Scheiße Angst. Naja, ich würde sagen, ich mache mal hier einen ganz kurzen Schnitt. Aber wir sehen uns gleich wieder. Ciao.